Einen schönen guten Abend, mein Name ist Ina Bogacek, ich bin Chefreporterin der Wochenzeitung Falter und darf heute noch den Abend führen. Wenn Sie sich wundern, dass noch ein, zwei Sessel leer sind, es gibt einen guten Grund. Die Donnerstagsdemo hat den Ring blockiert und als Kollateralschaden sozusagen kommt der eine oder die eine oder andere ein bisschen später. Aber es ist so, da kann man nichts ändern, das heißt wahrscheinlich, dass da sehr viele Menschen demonstrieren sind gerade. Ich möchte jetzt gerne mal die Frau AK-Präsidentin bitten um ihre Begrüßungsworte. Ja. Deswegen ist es eine freudige Frage, warum wir ein paar Sätze mehr sein, das ist positiv zu bewerten. Aber liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor allem liebe Gäste, heute hier bei uns in der AK-Bibliothek, freue mich sehr, Sie, euch heute hier begrüßen zu können. Und heute Abend geht es ja um eine Entwicklung, die Lebensperspektive, kann man sagen, sehr viele Menschen in Österreich, und nicht nur Österreich, sondern vor allem auch in Europa beeinträchtigen. Es geht um prekäre Arbeit. Es geht um die Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind und damit in prekären Verhältnissen auch leben. Das ist kein Randphänomen, leider können wir nicht sagen, dass es ein Randphänomen ist. Es ist leider eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren leider nicht zügig zurückgedrängt, sondern im Gegenteil, diese Entwicklung hat sich beschleunigt. Und man kann auch weiter sagen, dass das mittlerweile so ist, dass hunderttausende Menschen in Österreich von prekärer Arbeit betroffen sind und mehr als die Hälfte der Jobs, die in den letzten 10 Jahren geschaffen wurden, sind sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse. Und prekäre Arbeit bedeutet vor allem eine unsichere Arbeit, bedeutet aber auch keine soziale Absicherung zu haben, bedeutet vor allem keinen Zugang oft zu Weiterbildung, zu Weiterqualifizierung zu haben. Und vor allem ist es schlussendlich dann die Problematik, dass gerade diese Art von Arbeitsverhältnissen sehr häufig ein sehr großes Armutsrisiko beinhalten. Das heißt, man landet schlussendlich dann in der Armut. Man kann ruhig sagen, Armut trotz Arbeit. Und das ist, glaube ich, wirklich das Dramatische daran. Wir haben heute ein Buch, das sehr klar und deutlich Menschenleben erzählt, wo es nicht um Zahlen, Statistiken und ähnliche Studien geht. Hier geht es ganz klar und eindeutig, wie geht es manchen Menschen, egal ob jemand halt die beste Ausbildung hat und schlussendlich keinen tollen Job findet, sondern prekäre Arbeit annehmen muss, um leben zu können. Und auch da sieht man, dass Unternehmen oft da sehr fies unterwegs sind, wie man Beschäftigte hinhalten kann, wenn es um eine ordentliche Beschäftigung geht. Und umso mehr freut es mich, dass heute das Veronika Boamena diese Schicksale nämlich und vor allem die Lebensrealitäten der Menschen in ihrem Buch sozusagen vor die Vorhand holt, würde ich sagen, dafür ein herzliches Danke, denn wir vergessen oft darauf zu schauen, wie geht es den Beschäftigten und wer ein bisschen im Buch blättert, ich stehe ganz, habe ich es noch nicht geschafft, aber fast 2 Drittel durchgeblättert, merkt schnell, wie dramatische Lebensrealitäten leider bei uns schon Platz gefunden haben. Und ich glaube, das ist ein Buch, wo man sagt, es sollte einem ganz einfach die Augen öffnen. Und ich möchte jetzt zu Beginn nichts vorwegnehmen, denn es gibt ja noch eine Diskussionsrunde und ich glaube, ein paar Inhalte vom Buch haben wir heute auch noch. Und wichtig ist nur, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Aufgabe in der Arbeiterkammer, unsere Aufgabe als Arbeitnehmervertretung, dass wir hier ganz genau drauf schauen, was weiter passiert, nämlich ganz genau zu schauen, wie geht die Entwicklung weiter und auch drauf schaut, dass es hier die Aufgabe der Politik ist, darauf zu schauen, dass es nicht nur den Unternehmen in unserem Land gut geht, sondern auch, dass man einen Blick, und zwar das ist dringend notwendig, auch einen Blick, würde ich mal sagen, aus den Beschäftigten führt. Ich sage noch einmal, ich freue mich für den heutigen Abend, ich freue mich gestern, weil es wirklich eine spannende Sache war, in dem Buch zu blättern. Trotz meines Zeitmanagements
hat es mich an einigen Seiten nicht losgelassen. Ich hoffe wirklich, dass ganz, ganz viele dieses Buch herannehmen, kurz mit drin blättern und dann leider erschütternd wahrnehmen müssen, was für ihre Lebensrealitäten bei uns beim Beschäftigen sind. Ich freue mich ganz einfach auf einen interessanten, also einen diskussionsreichen Abend und ich danke dir nochmals, dass du die Zeit genommen hast, das alles so festzuhalten. Das ist ganz wertvoll, sehr wichtig. Und daher nochmals herzlich willkommen hier bei uns in der Arbeiterkammer Wien. Vielen Dank für diese nette Begrüßung. Wolfgang Kanzian hat ja Leben vor seinem Leben als ÖGB-Präsident, damals auch als Präsident der GPA, DJB. Und die GPA ist ja bekannt dafür, sich seit Jahren schon mit dem Thema Prekär Beschäftigte zu beschäftigen und vor allem was zu tun, um die Situation dieser Menschen zu verbessern. Und möchte Sie jetzt bitten, in der Keynote und ein bisschen was darüber zu erzählen. Wenn es geht, nehme ich das. Es geht. Eins, zwei, drei, vier. Okay, so. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, im Rahmen dieser Buchpräsentation einige Worte an Sie alle, an euch alle zu richten, aber möchte mich zuerst mal an dich wenden, liebe Veronika, weil ich dir persönlich gratulieren möchte und auch danken für dieses Buch. Es ist keine Selbstverständlichkeit und wir haben vorher kurz gesprochen und ich habe dir gesagt, ich habe einige Geschichten gelesen, nicht alle, nicht weil sie nicht interessiert hätten, sondern weil es ja zeitlich gerade eng ist. Wie viele Monate seit ich gewählt wurde, hat es nicht viel Freizeit gegeben. Aber ungeachtet dessen, die Dinge, die ich gelesen habe und auch die anderen, die ich nur überflogen habe, zeigen schon sehr deutlich das Highlight in diesem Buch. Und du verzeihst, dass ich nicht eine Schlussfolgerung als dieses Highlight zuerst einmal nenne, das sind die Betroffenen. Das sind die Geschichten, die Erzählungen der Betroffenen, die du herausgearbeitet hast. In einer Art und Weise, die aus meiner Sicht sehr, sehr konkret sind, sehr plastisch und nachvollziehbar und auch sehr aussagekräftig sind. Und das Entscheidende ist, dass auch deutlich wird durch diese Geschichten, dass es sich um keine Einzelschicksale handelt. Weil wir haben ja oft die Situation in der Arbeitswelt, wenn es jemand dreckig geht, dass der oder die dann denkt, ah Scheiße, das ist ein Pech, was ich habe, das ist so schlecht erwischt. Und oft, wenn sich Menschen dann austauschen, miteinander sprechen, kommt man darauf, hey, anderen geht es ähnlich schlecht oder haben ähnliche Erlebnisse wie ich und eigentlich müssen wir ja unter Umständen auch gemeinsam etwas tun. Das ist schon die Schlussfolgerung. Aber um zu so einer Schlussfolgerung überhaupt zu kommen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Situation in der Arbeitswelt für Menschen mit prekärer Beschäftigung eben kein Einzelschicksal ist, sondern dass da ganz viel System dahinter steckt und ich werde versuchen, dann bei den Ausführungen jetzt noch ein wenig näher darauf eingehen. Ich habe die Dinge, die ich gelesen habe, als exemplarische Skizze unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse für immer mehr Menschen verstanden und wahrgenommen. Und ich muss dazu sagen, und die Renate Arnold hat schon darauf hingewiesen, vieles von dem, was wir hier lesen, ist für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die wir tagtäglich mit diesen Dingen konfrontiert sind, jetzt nicht wirklich etwas Neues. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren jetzt mit prekärer Arbeit. So, wann bist du in die GPA gekommen? Da waren wir schon mittendrin, das ist wurscht. Wenn man dann diese Erzählungen und in dieser komprimierten Form drüber lässt, da bleibt er dann auch als hart gesottener Gewerkschafter manchmal die Spucke weg, wenn man sich denkt, das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Das ist trotz aller Bemühungen und trotz aller Aktivitäten, die wir gesetzt haben, so etwas immer noch gibt. Was ich gut finde, ist, dass du nicht verbleibst in der moralischen Empörung. Dabei, es geht immer um die Frage, was ist die berechtigte Empörtheit, wenn da irgendwas
am Hammer geht oder wenn Ungerechtigkeit stattfindet, ist auch in Ordnung, wenn man eine so Sauerei, das kann ja nicht wahr sein. Aber die Frage ist ja immer, wenn man dann die Empörtheit ein bisschen zur Seite schiebt, was ist das Politische? Und prekäre Arbeit, die Folgen von prekärer Arbeit sind natürlich zutiefst politisch und nicht irgendetwas persönlich. Ich habe etwas zu tun, was ich zuvor schon betont habe, dass es keine Einzelschicksale ist. Und die Frage ist daher auch, wenn man dagegen etwas tun möchte, dann geht das nur durch politische Aktivitäten und nicht durch eine Ansammlung von Empörungen. Es ist zwar gut und tut auch der Seele gut, um richtig abzuladen, aber verändert das nichts. Und das ist das Entscheidende und darum braucht es auch das Politische. Du bietest eine Erklärung, nämlich nicht das Versagen Einzelner, sondern die Logik neoliberaler, konservativer, marktradikaler Tendenzen zur Deregulierung der Arbeitsmärkte. Das steht in Wirklichkeit dahinter und ich finde, das ist sehr gut herausgearbeitet. Jetzt kennt man natürlich lang, das machen wir aber heute nicht, das machen wir bei einer Woche vorbei, sozusagen über den Klassenbegriff, weil da sind natürlich einige von uns, die den persönlichen Marx nicht nur gelesen haben, sondern vor vielen Jahren auch nächtelang darüber diskutiert haben. Also eine Gruppe herauszunehmen und das neue Klasse zu bezeichnen, geht gar nicht. Aber wie gesagt, das werden wir in Ruhe diskutieren, weil ich weiß, dass es hier nicht um eine marxistische Bewertung, sondern um die Deutung dessen, was hier gerade abgeht und aus der Sicht heraus ist auch der Begriff tatsächlich geworden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was geht es uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter? Es geht darum, dass möglichst alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein gutes Leben führen wollen, nicht mehr und nicht weniger erwarten wir uns als Gewerkschaftsbewegung und wollen wir durchsetzen, nicht mehr. Weil ist es wirklich zu viel verlangt, dass Menschen, die Arbeit für die Gesellschaft leisten, davon auch gut leben können? Ist es zu viel verlangt, dass Menschen wissen, dass sie abgesichert sind, wenn sie alt sind, wenn sie krank sind oder gerade aus bestimmten Gründen keine Arbeit haben? Ist es wirklich zu viel verlangt, dass Menschen gute medizinische Versorgung, gute Bildung und eine lebenswerte Umwelt und Infrastruktur vorfinden? Und um nichts weniger, weil wir wissen und immer wieder erfahren, dass solch ein gutes Leben nicht vom Himmel fällt und wir immer wieder mit neuen Wegen konfrontiert sind, wie Menschen solch ein sicheres Einkommen und eine soziale Absicherung wieder entzogen wird. Die Geschichten, die du in diesem Buch so hervorragend aufgearbeitet hast, erzählen genau davon. Und immer wieder läuft es darauf hinaus, dass wir für unseren Anspruch, für unser Recht auf ein gutes Leben auch kämpfen müssen. Und wenn wir dann am Ende des Tages etwas erreicht haben, etwas durchgesetzt haben, dann lernen wir jetzt zunehmend, dass es nicht reicht, etwas zu erkämpfen und durchzusetzen. Wir müssen es auch nachhaltig absichern. Und wir müssen die Dinge, die wir erreicht haben, allen, die davon profitieren und allen, die sie verwenden und nützen, auch erklären, warum gibt es das? Was ist die Vorgeschichte, dass wir es heute haben und was wäre, wenn es das nicht mehr gibt? Tun wir das nicht, und wir haben auch hier Fehler gemacht in der Vergangenheit, das braucht man überhaupt nicht schönreden, dann kann genau das passieren, was jetzt passiert, zum Beispiel in der Sozialversicherung, dass ein in über 100 Jahren Geschichte der Arbeiterbewegung erkämpftes Recht auf soziale Sicherheit in einer Art und Weise jetzt gefährdet wird, und die große Masse der Leidzucht, das ist doch wohl nicht ob 22 oder 5 Felder gibt. Und wir ganz, ganz schwer durchkommen mit der Argumentation, was hier gefährdet ist und was das möglicherweise nach sich zieht. Und darum geht es immer auch darum, zum einen Dinge, Maßnahmen zu setzen, Schwerpunkte zu formulieren und die dann irgendwann durchzusetzen, sei es jetzt auf gesetzlicher, auf kollektivvertraglicher Ebene, auf der betrieblichen Ebene, aber in weiterer Folge das auch entsprechend abzusichern. Und immer wieder, das ist die Erfahrung der letzten Monate, den Leuten erklären, wieso gibt es das überhaupt, warum haben wir das gesetzt und wie würde sich die Situation darstellen, wenn es das nicht mehr gibt. Prekäre Arbeit ist kein neues Phänomen. Die Kreativität, gesetzliche Lücken und Graubereiche zu nutzen, war immer schon groß.
Im Buch zitiert ist Käthe Leichter, die 1923 über schneidende Heimarbeiterinnen schrieb. Ich zitiere: Es ist das Bestreben der Unternehmer, ihr Risiko auf Arbeiter abzuwenden. Sie wollen der Verteuerung des Fabriksystems durch die Sozialgesetzgebung entrinnen und lagern die Produktion aus an das unerschöpfliche Reservoir billiger, verfügbarer Arbeitskräfte in der Heimarbeit. Zitat Ende. 1923, Käthe Leichter. Und jetzt lese ich euch ein Zitat vor aus dem Jahr 2014. Es stammt von Thomas Biewald. Er ist CEO der internationalen Arbeitsplattform Crowdflower. Auf der Plattform erledigen Menschen Arbeiten über das Internet. Bezahlt wird pro Arbeitsschritt. Suchzeiten und Leerzeiten werden nicht bezahlt. Wie war es dazu? Ich zitiere. Vor dem Internet war es wirklich schwer, jemanden zu finden, der sich 10 Minuten hinsetzt und für dich arbeitet und den du nach 10 Minuten feuerst. Aber mit der neuen Technologie kannst du so jemanden tatsächlich finden, ihm oder ihr sehr wenig Geld bezahlen und dann loswerden, wenn du ihn oder sie nicht mehr brauchst. Zitat Ende. Zwischen diesen beiden Zitaten liegen 90 Jahre. Die Gewerkschaftsbewegung konnte, zumindest in jenen Zeiten in den 90 Jahren, wo sie nicht verfolgt und wo Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nicht ermordet wurden, viel erreichen auf dem Weg zu einem guten Leben. Erst vor wenigen Tagen hat die Frau Sozialministerin 100 Jahre Sozialministerium gefeiert. Wir haben sehr demonstrativ 100 Errungenschaften im Arbeits- und Sozialrecht sichtbar gemacht, die, wenn die Politik so fortgesetzt wird wie in den letzten Monaten, möglicherweise in Gefahr sind. Sie alle, diese Punkte, die hier aufgelistet wurden und viele mehr, die man noch erzählen hätte können, haben dazu beigetragen, immer wieder dafür zu sorgen, dass Arbeit fair gestaltet ist, soziale Absicherung möglichst lückenlos funktioniert und Grauzonen klar geregelt werden bzw. beseitigt werden. Mitbestimmungsrechte im Arbeitsverfassungsgesetz, soziale Absicherung für freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, gesetzliche und kollektivvertragliche Regelungen für Leiharbeiter und vieles mehr. Zumindest für einen eingeschränkten Zeitraum ist es ganz gut gelungen, prekäre Beschäftigung immer wieder an den Rand zu drängen bzw. durch neue Regelungen weniger prekär zu machen. Was uns nie gelungen ist, ist prekäre Beschäftigung zu beseitigen. Es hat sie gegeben, seit es kapitalistische Wirtschaft gibt. Und auch das muss man erwähnen, wenn manche so tun, als wäre es eine Entwicklung der jetzigen Zeit und eine Folge der Digitalisierung. Die prekäre Beschäftigung hat es vorher auch gespielt. Der Punkt ist nur, dass die Digitalisierung dazu führt, dass jetzt Geschäftsmodelle möglich sind, in einer Art und Weise und auch in einer Brutalität, wie wir am Beispiel von Crowdflower gerade gehört haben, die es vorher in dieser Form gar nicht gegeben hätte können, weil die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden wären. Und so müssen wir versuchen, auch in der Analyse da gut zu differenzieren. Der Weg zu einem guten Leben, das wir anstreben, wird derzeit in vielen Bereichen mit großen Scheinen bewegt. Anstatt gemeinsam daran zu arbeiten, dass gute Arbeit und gute soziale Absicherung weiter ausgebaut wird, besteht die große Gefahr, bereits erreichte Errungenschaften zu beseitigen bzw. massiv zu dezimieren. Durch eine Bundesregierung in Österreich, die mit sehr arbeitnehmerfeindlichen Verhalten in den letzten Monaten nicht nur aufgefallen ist, sondern nicht nur uns aufgefallen ist, sondern in ganz Europa aufgefallen ist, da wird ein Arbeitszeitgesetz geschaffen mit 12-Stunden-Tage und 60-Stunden-Woche, viel umfangreicher ermöglicht, als das vorher jemals der Fall gewesen ist und zu drüber schreibt, die Mitbestimmungsrechte der Betriebsrätinnen und Betriebsräte ausgeschaltet. Und jetzt kommen die Beispiele. Jetzt passiert das, was wir vorher angekündigt haben und wo die Bundesregierung und verschiedene Abgeordnete im Parlament gesagt haben, das ist, wie hat er gesagt, mein lieber Sozialpartner, Gräuelpropaganda ist das. Das ist alles Gräuelpropaganda. Okay? Haben wir zur Kenntnis genommen, weil wir haben einmal nur darauf hingewiesen, woher dieser Begriff kommt. Und wenn ich in einer Bibliothek bin, komme ich nicht drum herum, auch zu erwähnen, woher der Begriff Gräuelpropaganda kommt.
Das ist nicht einer, den wir erfunden haben, sondern der stammt aus Zeiten, die wir längst überwunden konnten. Aber eben, er hat ihn verwendet und wollte uns signalisieren, alles, was wir da behaupten, sind Lügen und wird so nicht stattfinden. So, jetzt haben wir die ersten Fälle, ganz konkrete. Jeden Tag haben wir jetzt anpräsentiert die letzten Tage. Und es werden weitere kommen, das garantiert ja. Und jetzt geht man natürlich so, naja, das sind vor in Wien, vor in Tirol, in Kärnten. Also das sind, wie heißt das so schön, kennen wir von woanders, Einzelfälle. Und wir sagen aus dem Zungenvergehen, das sind das Wort Einzelfälle. Kennen wir normalerweise aus einer Diskussion, wo geschrieben wird, dass man sich irgendwie rechtsradikal engagiert. Jetzt haben wir das Wort der Einzelfälle auch bei der Arbeitszeit. Und ich habe jetzt so, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zwischenzeitlich hunderte Fälle, aber wir haben sehr viele Menschen, das müssen wir auch respektieren und akzeptieren, die uns nicht sagen, ich trete vor die Kamera, vor ein Mikro und lege mein Leben offen, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Und weil sie genau wissen, dass es ein Humbug ist mit der Freiwilligkeit, wenn sie zweimal nachsagen, fliegen sie aus und verlieren die Arbeit. Und die, die wir aufzeigen konnten bisher, sind genau solche Leute, die den Job verloren haben. Also man muss schon auch die Kirchen im Dorf lassen und ich kann nicht garantieren, es wird weitere Fälle kommen. Und wenn dann die Ministerin sich hinstellt und sagt, das kann ja alles das Arbeitsinspektorat kontrollieren, also dann gänzt sie mit Unwissenheit und weiß nicht einmal, was das Arbeitsinspektorat für Aufgaben hat. Hat sich auch offensichtlich nicht mehr daran erinnert, dass die Bundesregierung das vor kurzem beschlossen hat, beraten statt strafen. Das war auch noch nicht so lange her. Man vergisst halt sehr schnell diese Dinge und in Wirklichkeit ist es ein maximaler Punkt. Zweites Beispiel habe ich schon erwähnt, Selbstverwaltung. Also Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrem Versicherungsträger. Und ich will keine Sozialversicherungsdebatte heute führen, aber wir müssen schon eins vorstellen. Da gibt es Versicherungsträger, da sind ausschließlich Arbeiter und Angestellte und Pensionisten versichert. Keine Beamten, keine Unternehmer, keine Bauern, kein gar nichts. Und trotzdem gibt es in diesem Versicherungsträger, das ist die zukünftige Krankenversicherung, die Pensionsversicherung und die Unfallversicherung, eine Parität, was bedeutet, die Arbeitnehmer können über ihre eigene Versicherung nicht mehr selbstständig entscheiden. Sie müssen immer den Kompromiss machen mit den Arbeitgebern. Und deren Forderungen an die Sozialversicherung kennen wir ganz genau. Und der größte Gag ist, und darum spanne ich diesen Bogen zurück zu unserem Thema prekärer Beschäftigung, dass in Zukunft die Beitragsprüfung nicht mehr in der sozialen Krankenversicherung durchgeführt wird. Was heißt Beitragsprüfung? Das heißt, es wird geprüft, ob das Unternehmen für die Beschäftigten den richtigen Beitrag in die Sozialversicherung einzahlt. Und zwar nach den Anspruchsnormen. Das ist ein ganz schlimmes Wort, das man sich eh nicht merkt in der Regel. Aber es ist leicht verständlich, wenn man so einen Anspruch hat, ich muss für das eine Sozialversicherung zahlen, was man zusteht. Das heißt, die Prüfer prüfen, was musst du verdienen laut Kollektivvertrag und werden auf Basis von dem die Beiträge eingeführt. Der Finanzamtsprüfer prüft das super, aber der prüft nach dem Zuflussprinzip. Und Zufluss heißt, der kriegt 2000 Euro und der schaut, ob er richtig versteuert und die Geschichte ist erledigt. Würden die Sozialversicherungen nicht mehr nach dem Anspruchslohnprinzip prüfen, ist dem Lohndumping Tür und Tor geöffnet, weil keiner mehr darauf schaut, außer in Betrieben mit einem Betriebsrat, dass die kollektivvertraglichen Bestimmungen eingehalten werden. Nur wir wissen, Österreich ist ein Land, mit ganz, ganz vielen Klein- und Mittelbetrieben. Im Hamburger alleine gibt es 90.000 Betriebe gleich. Wie sollen dort denn jemals, wenn nicht der Prüfer der Sozialversicherung, wie soll irgendwer prüfen, ob das eingehalten wird? Und das macht man deshalb, dass man das aufbricht, weil die bisher darauf geschaut haben und gesagt haben, so wie ihr das macht, geht's nicht. Ihr müsst auch die Leute anstellen, wenn man drauf gekommen ist, dass die in irgendeiner Art und Weise eigentlich ein verdecktes Beschäftigungsverhältnis hat. Das waren auch die Prüfer aus der Sozialversicherung. Und dem will man sich entledigen, das will man nicht haben, damit die ganzen Geschichten, was da drinstehen, in Zukunft nicht nur möglich sind, sondern auch noch weiter ausgebaut werden können. Und dem werden und wollen wir auch einen entsprechenden Riegel vorschieben. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Leute es überhaupt behirnen und verstehen, und darum ist es gut,
dass es solche Bücher gibt und darum ist es gut, dass es Initiativen in den Gewerkschaften gibt, wie die Interessensgemeinschaft in der GPA, wie die Wiederfremds in der Wieder und andere Initiativen, von denen ich weiß, dass sie diskutiert und vorbereitet werden. Wir sind mit all diesen Entwicklungen, die ich jetzt skizziert habe, auch was die Bundesregierung betrifft, in Österreich nicht allein. Es wird seit langer Zeit versucht, Flexibilität als Wachstumskredo schlechthin zu verkaufen. Und wir wissen auch, was die Folge von dem ist in anderen Ländern. Wir kennen Arbeit auf Abruf in Deutschland, wir kennen Nullstundenverträge in Großbritannien oder eben Crowdwork, ein Beispiel mit dem Zitat, das ich euch schon vorgelesen habe. Sie bringen Unsicherheit, zu wenig Einkommen zum Leben und ganz sicher auch nicht Flexibilität im Sinn der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie machen das Leben der Menschen schwieriger, sie machen die Gesellschaft instabiler. Und diese Instabilität in der Gesellschaft, die wir aufgrund der Entwicklung, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und in vielen Teilen der Welt im Moment haben, die zunehmend in Richtung einer Spaltung der Gesellschaft geht, die wird durch derartige Maßnahmen und durch Menschen, die in bestimmte Situationen hineingetrieben werden, zusätzlich noch befeuert. Das wäre ein eigenes Thema. Ich erwähne es trotzdem, weil die Dinge alle in irgendeiner Form zusammenhängen. Wie kommen wir also weiter, um unseren Weg und unsere Ziele eines guten Lebens vorantreiben zu können? Und ich denke, das Entscheidende ist, um die nächsten Schritte zu tun, das, was unsere Gewerkschaftsbewegung auch in der Vergangenheit stark gemacht hat. Das ist die Solidarität, das ist der Schulterschluss und das ist das gemeinsame Vorgehen. Und das ist schwer. Und es ist auch schwer in unseren eigenen Organisationen und Strukturen, weil eine prekäre Arbeit ist nicht nur für den oder die Einzelne ungerecht und schlecht, wie wir es hier auch an den Beispielen gesehen haben. Es schadet allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil es auch Druck erzeugt auf reguläre Vollzeitarbeit, dessen Leuten aber klar zu machen, dass sie das kapieren, dass das auch ihnen, die sie einen Vollzeitjob haben, schaden könnte. Das ist unsere Aufgabe, weil das werden sie nicht lesen und das will ihnen auch sonst niemand erklären. Es ist daher ein Kampf von allen Arbeitnehmern, der geführt werden muss und nicht von den Betroffenen, die selbst in prekären Beschäftigungsverhältnissen drin sind. Und wir müssen alles tun, um darauf hinzuarbeiten, die neuen Versuche, Arbeit zu prekarisieren, immer entgegenzuhalten und stattdessen faire Entlohnung, ordentliche Arbeitsbedingungen und soziale Absicherung für die Beschäftigten sicherzustellen. Wir wollen alle Menschen, die arbeiten, die von Arbeit abhängig sind, dabei unterstützen, sich zu organisieren. Denn eines ist schon klar, wenn wir diejenigen, die hauptbetroffen sind, nicht auch dazu bringen und sie einladen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, sich einzuhängen und gemeinsam erfahrungsweise zu starten und erwarten, dass die anderen das für sie lösen, das wird nicht funktionieren. Solidarität ist keine Einbahnstraße und daher brauchen wir auch die Betroffenen selbst, die sich gewerkschaftlich organisieren. Wir müssen nur anders vorgehen, als es in der klassischen Gewerkschaftsarbeit der Fall ist. Und darum ist es gut, dass es diese Organisationsversuche gibt. Ich glaube, den Stein der Weisen hat noch niemand gefunden, wie das Schwupps und alles sind super gut organisiert. Aber wir haben große Fortschritte gemacht und ich glaube, es braucht auch jetzt dann die Schritte, das zu evaluieren und in den Regelbetrieben von Gewerkschaftsarbeit entsprechend umzusetzen. Und die Chance, dass Menschen der Gewerkschaftsbewegung beitreten, die ist da und die ist groß. Und immer dann, wenn uns die Kolleginnen und Kollegen spüren, wie sie das Gefühl haben, die hauen sie ein, die zerreißen sie für uns, dann haben wir auch viele und viel mehr Beitritte, als wenn wir nicht wahrgenommen und wenn die Leitungsnetze spüren. Und wir haben es gesehen seit Juli, also in Folge unserer großen Arbeitszeitdemonstration, haben wir alleine online dreimal so viele Neubeiträge pro Monat, als das vorher der Fall gewesen ist. Es sind immer noch nicht die Hunderttausenden, aber eine signifikante Steigerung. Und das haben alle Gewerkschaften positive Mitgliederentwicklung. Wir werden heuer im Jahresende mit einem positiven Mitgliederergebnis abschließen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal an jene, die in Wirklichkeit
haben wollen, dass die Gewerkschaften den Bach runtergehen oder nichts mehr zum Reden haben. Die beste Antwort heißt Zulauf. Weil wenn ich mich hinstellen muss in Jena und sagen muss, wir sind zwar super und haben ja die Wetten gelesen, aber die Leute bringen uns davon, war das natürlich kein gutes Signal. Und das werden wir aber nicht tun, weil wir werden aufzeigen können, dass wir Zulauf haben und die Botschaft ist, nehmt uns ernst, sonst gibt es unter Umständen die eine oder andere Trainerei, die euch nicht passt. Es geht darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, den digitalen Wandel mitzugestalten, weil gerade auch die Digitalisierung, wie bereits darauf hingewiesen, neue und prekäre Beschäftigungsformen möglich macht. Um den digitalen Wandel zu gestalten, hat zwei Komponenten. Das eine ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen nicht den Anschluss verlieren und aushoffen bei dieser Entwicklung. Und heißt aber auch, dass nicht alles, was durch die Digitalisierung möglich ist, dann auch tatsächlich zum Tragen kommt. Es geht um die Frage, wo findet Regulierung statt? Heute ist es so, dass neue Dinge kommen. Dann kommt man drauf und sagt, ups, das will man eigentlich nicht haben. Und hinten noch wird dann reguliert. Und die Frage ist, ob man auch in Entwicklungsprozessen, muss man diskutieren, auf verschiedenen Ebenen schon in die Regulierung eingreifen kann. Es wäre sicher im Sinn der Sache etwas sehr Gutes. Da stehen wir aber am Anfang. Und auch da wird es so sein, dass sich die großen Player am digitalen Markt nicht darauf warten, bis wir kommen und Solidarität über die Ermittler. Also es braucht die Solidarität, es braucht die Gemeinsamkeit. Und ich glaube, die Grundlage dafür ist das Wissen darüber, auch über die Zusammenhänge. Da leistet dein Buch, liebe Veronika, eine tolle Arbeit. Wir wünschen uns einen spannenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden es ganz kurz umbauen. Einen Moment, um das Buch zu nehmen an den Tisch. So, dann möchte ich sozusagen jetzt da des heutigen Abends zu mir bitten. Autorin der Runde von mir. Guten Abend. Sie schreibt auf, wenn man die Fußnote zunimmt oder die Endnoten, genau 206 Seiten, die neue, eigentlich gar nicht schöne Arbeitswelt in Österreich. Tendenz leider steigend. Und wenn Sie da schauen auf das Plakat, auf der Seite, sehen Sie die nackten Zahlen, worüber wir heute reden werden. Was wir im Buch finden, und ich habe es gelesen von vorne bis hinten, man kann auch schwer aufhören. Und ich auch das Ende recht geben. Aber es gibt diese Geschichten, die sehr berühren, die auch schockieren, wo man sich denkt, hallo, sind wir jetzt am alten Land, Österreich, oder wovon schreibt sie da? Und die auch wütend machen. Weil es eben Lebensgeschichten sind, die so viele Menschen spüren müssen, jeden Tag. Der ÖGB-Präsident Katzin hat einen Achter versprochen. Das habe ich jetzt leider nicht für Sie, aber trotzdem muss ich eine Frage stellen. Der Titel ist ja die neue Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse. Was unterscheidet die neue von der alten? Was unterscheidet die neue von der alten Arbeiterinnenklasse? Da muss ich jetzt etwas ausholen. Ich glaube, das, was heute der wesentliche Punkt ist, und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe und was mir so wichtig ist an dem Ganzen, ist, dass es schaut alles ein bisschen anders aus. Das heißt, worauf wir uns heute und vor allem in den letzten Jahren immer sehr stark fokussiert haben, war, wir haben immer gesagt, das sind individuelle Ergebnisse, das sind individuelle Schicksale, das sind unterschiedliche Beschäftigungsformen, das sind unterschiedliche Branchen. Wir sind sehr, sehr viel in das Detail gegangen. Aber ich glaub, was bei all dem so etwas aus dem Blickwinkel geraten ist, ist quasi das Großgemeinsame. Und was jetzt eben anders ist, ist das, nehmen wir an, jemand wohnt im 7. Bezirk in einem großen Alter rum und trägt Fashion Second Hand oder und kann im Winter seine Wohnung nicht heizen, man sieht es halt nicht. Man glaubt sich, da sitzt jemand im 7. Bezirk, das ist ein Grafiker oder eine Grafikerin oder das ist ein Architekt. Die Person hat sicher ein schönes Leben, da ist sicher alles wunderbar und man sieht im Gegensatz dazu dann vielleicht Menschen, die in meinem Buch auch vorkommen, die im 10. Bezirk wohnen und für ein Transportgewerbe arbeiten und im Dunkeln zur Arbeit gehen und im Dunkeln wieder nach Hause kommen und die sieht man dann eher schon. Aber was so verloren gegangen ist, ist die Perspektive darauf, dass die eigentlich sehr, sehr viel gemeinsam haben. Das heißt, was neu ist, glaube ich, ist, dass das anders aussieht. Das heißt, es hat sich vor allem die Optik verändert.
es ist nicht mehr so, dass man auf den ersten Blick sagen kann, du wohnst in diesem Bezirk, du hast dieses Ausbildungsniveau, du schaust so und so aus, du machst diesen und jenen Beruf, deswegen geht es dir so und so. Sondern was sich verändert hat, ist, dass es sich meiner Meinung nach jetzt wirklich alle Schichten zieht. Es zieht sich eigentlich durch alle Berufsbilder, es zieht sich durch alle Branchen. Und leider greift auch dieses alte Versprechen nicht mehr, die studieren werden was schätzen, wie was aus dir und dann müsst schon einen ordentlichen Job finden. Gerade das stimmt halt leider so auch nicht mehr. Das heißt, was für mich so das wirklich Neue ist, und das ist auch das, wo ich in den letzten Jahren aufgenommen bin, ist, es schaut auf den ersten Blick alles viel komplizierter aus, als es eigentlich ist. Ich glaube, wir haben es uns halt selber zu kompliziert gemacht. Was wir alle gemeinsam haben, und das ist jetzt egal, ob das jetzt jemand ist, der in einer Universität arbeitet oder in einem Forschungsinstitut arbeitet oder einen Doktorabschluss hat, oder ob das jemand ist, der am Gemüsestand arbeitet und Kisten schleppt, die Probleme sind genau die gleichen, nämlich die mangelnde soziale Absicherung, die wahnsinnig schlechte Bezahlung und die Berufsunsicherheit. Und das ist das, wo ich quasi sage, es ist neu. Es schaut anders aus und wir können das nicht mehr so klar eingrenzen wie früher. Ich finde, das Besondere in dem Buch ist, dass Sie nicht über diese Menschen schreiben, sondern dass wir selbst eine Stimme geben. Dass die Menschen, die seine Stimme in dem Buch sehr direkt mit der Leserin, mit dem Leser kommunizieren. Da wollte ich Sie fragen, wie haben Sie Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefunden und war es schwer, Sie zum Reden zu bringen? Ja, die haben eigentlich alle mich gefunden. Also das ist halt durch meinen Beruf bedingt, dass das jetzt nicht so war, dass ich das eben bloß jemanden casten musste. Ich bin ja eben auch keine Schriftstellerin, sondern ich bin Gewerkschafterin und das sind tatsächlich alles Menschen, die ich halt so durch meine Arbeit in den letzten Jahren kennengelernt habe. Und nachdem ich dann die Zeit und die Muße dazu hatte, dass ich dieses Buch tatsächlich schreibe, habe ich die Situation genutzt und habe das gemacht, was ich mir eigentlich schon in den Jahren davor immer gewünscht habe, nämlich tatsächlich einmal real und existent zu beschreiben, was heißt das eigentlich? Weil wir reden immer ganz viel in der Theorie darüber, wie sich die Löhne entwickeln, wie die Segmentierung des Arbeitsmarkts ausschaut, wie das mit der Stabilität der Beschäftigungsformen ist. Aber es bleibt so ein bisschen dabei auf der Strecke, was das tatsächlich fürs Leben der Betroffenen bedeutet und wie sich das anfühlt und wie das ist und was das mit Familien macht, was das mit den Angehörigen macht, wie weit diese Konsequenzen und diese Auswirkungen tatsächlich sind. Und die kann man in Wirklichkeit nur langgreifbar machen, wenn man die Betroffenen selbst reden lässt. Also, die können das halt auf eine Art und Weise beschreiben, wie man es nur dann beschreiben kann, wenn man es kennt und wenn man es selber erlebt. Nachdem es also ein wichtiger Teil des Buches ist, dass die Betroffenen selbst reden, wäre jetzt mein Vorschlag, es wäre schade, wenn wir sie gerade heute, wo das Buch präsentiert wird, nicht hören. Wollen Sie uns ein bisschen was vorlesen, vielleicht, dass man einfach mal direkt hört, was diese Menschen sagen? Sehr gerne natürlich. Ich habe auch schon im Vorfeld was überlegt und das war gar nicht einfach. Es war überhaupt sehr schwer für mich, diese Geschichten aufzunehmen. Weil was mir eben in dem Buch wichtig war, ich wollte wirklich von der Akademikerin, von der Forscherin, von der Wissenschaftlerin bis zur Paketboten, bis zur Teilzeitbeschäftigten, bis zur Praktikanten. Also ich wollte wirklich von A bis Z die Breite zeigen. Ich wollte wirklich zeigen, dass es kein Problem einer kleinen Gruppe und es ist auch nicht so, dass es nur etwas ist, was Menschen betrifft, die eine schlechte Ausbildung haben, sondern dass es wirklich alle von uns betreffen kann und jeder von uns quasi auch das Pech haben kann, in so ein Arbeitsverhältnis zu rutschen und auch ganz schnell wieder rauszukommen, dass ich sehr gegensätzliche Beispiele gewählt habe. Und jetzt will ich dann zwei ganz kurz Passagen vorlesen. Zum einen, der eine ist der Erschan. Der Erschan ist ein Paketbote mit einer Postjacke und ein T-Shirt mit dem Postmann drauf, der uns allen jeden Tag Pakete bringt, von dem wir wahrscheinlich alle denken, ist ein Postler, auf dem man eine Postjacke trägt, der aber ein sogenanntes Ein-Personen-Unternehmen ist. Das heißt, der Erschan ist selbstständig, ist Ein-Personen-Unternehmer und arbeitet nicht direkt für die Post, sondern arbeitet für den Frechter, der wiederum für die Post selbstständige beschäftigt, die für ihn die Pakete ausliefern. Und der Erschan verdient 45 Cent pro Paket, das er ausliefert, arbeitet von 4 in der Früh bis ungefähr 4 am Nachmittag, steigt dabei in einer Pippe oder guten Tag mit 80 Euro aus, hat aber das Problem, dass er zum Beispiel Strafe zahlen muss, wenn er seine Postjacke nicht anmacht, dann werden ihm dafür 10 Euro abgezogen, wenn er ein Paket zu spät zustellt, muss er auch 10 Euro zahlen und für den Fall, dass er eine ELS-Sendung am falschen Tag zustellt, kostet ihm das 50 Euro. An solchen Tag geht er erst mal mit 20 Euro nach Hause. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, auf das ich kurz eingehen möchte,
ist die Marlene. Und die Marlene ist eine Wissenschaftlerin, die gerade Papier macht, das heißt, sie hat ein Doktorat absolviert und arbeitet jetzt in mehreren unterschiedlichen österreichischen Hochschulen. Warum? Weil sie eine sogenannte externe Lehrende ist und ungefähr 4 Lehrveranstaltungen braucht, dafür, dass sie überlegen kann, weil eine Lehrveranstaltung bringt so nicht ganz 400 Euro ein. Und die 4 Lehrveranstaltungen kann sie nicht in einer Hochschule machen, sondern sie arbeitet an der Uni Wien, an der Uni Salzburg, an der FH Kärnten und an der FH in Linz und inzwischen auch noch an der JKU und an mehreren Hochschulstandpunkten gleichzeitig und fahrt deswegen auch immer sehr, sehr viele Stunden zum jede Woche. Und die zwei würde ich jetzt gerne gegenüberstellen, weil das, was sie mir erzählt haben, ist sich in der Tat sehr, sehr ähnlich. Ich fange mit der Marlene an. Die Marlene sagt von sich, ein Leben an der Armutsstelle stellt für Marlene die Normalität dar. Ein paar Monate lang schafft sie es laut eigenen Angaben mit nur 900 Euro pro Monat über den Mund zu kommen. Sie spart in diesem Zeitraum dann an allen, selbst beim Essen. Dreht sie jeden Euro zweimal um und ist ausschließlich zu Hause. Selbst zubereitet es. Eine Mahlzeit auswärts würde bereits Budget sprengen. Sie wollen ein, dass ihre Lebensführung wohl für viele Menschen weniger strenges Werk und kaum vorstellbar ist. Sie wird abgeklärt, als sie ergänzt, es ist vollkommen klar, dass ich es mir nicht leisten könnte, ein Kind zu bekommen. Es ginge einfach nicht. Ich bemühe mich zwar darum, woanders unterzukommen, aber ich bekomme nichts. Ich könnte mir das Kind also mal nicht leisten. Es ist ein Zwischenzustand. Zwischen einer freien Entscheidung für den Job und für diese Stelle und andererseits ist es mir aufgetrieben. Und im Gegensatz dazu sagt der Erschan, und er sagt zu einer quasi 20 Stunden unterwegs war, wie das für ihn ist, wenn er nach Hause kommt. Nach seinen harten Arbeitstagen kann er sich kaum mehr auf den Beinen halten. Er versucht so rasch wie möglich nach Hause zu kommen, aber bei dem abendlichen Verkehr auf der Tangente benötigt er für die Heimfahrt weitere 1,5 Stunden. Zu Hause angekommen legt er sich sofort hin und schläft, bis nach 8 Stunden später sein Handywecker wieder läutet. Er ist zunächst in Schicht muss und alles wieder von vorne beginnt. Man muss jung und fit sein, sonst schafft man das nicht, erzählt er und erklärt dann auch gleichzeitig, warum er den Job einfach nicht mehr ausgehalten hat. Für einen Hungerlohn von knapp 400 Euro brutto wöchentlich arbeitet man sich total kaputt. Ich bin 25 Jahre alt und habe Rückenprobleme wie ein alter Mann. Wenn ich am Sonntag frei habe, kann ich nicht ausschlafen, weil mein Körper sich schon auf die frühmorgendliche Arbeit eingestellt hat. Ich bin immer müde und habe in den letzten 3 Jahren fast alle meine Freunde verloren, weil ich keine Zeit und keine Kraft mehr habe, um sie zu treffen. Eine Frau kann ich so auch nicht kennenlernen. Eigentlich habe ich gar kein Leben mehr, sondern ich arbeite nur. Beschreibt er schon bezweifelt seine Lage. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Beide haben de facto gemeinsam, dass sie keine Zeit haben, dass sie immer abhängig sind, dass sie komplett selbst, also fremdgesteuert sind, dass sie überhaupt nicht sagen können, nächsten Monat werde ich mir Urlaub nehmen oder nächsten Monat werde ich Arbeitszeiten haben von A bis Z. Die sind vollkommen fremdgesteuert, die haben überhaupt keine Entscheidungsgewalt mehr über ihr eigenes Leben und leben trotzdem ständig in ihrem Leben. Und was ich finde, was auch ganz klar rauskommt, ist, sie haben auch keine Perspektive. Das ist ja auch was. Das ist nicht dieses, ich weiß am Anfang des Berufslebens ein paar Monate durch und dafür habe ich jemand anderes Sicherheit, sondern es ist einfach ein Leben in völliger Unsicherheit, Arbeit, die arm macht und die auch so weit das Leben bestimmt, dass man nicht mehr entscheiden kann. Gründe ich eine Familie, gehe ich mal was essen? Also es gibt eigentlich nur Arbeit und sonst nichts. Genau, und in der Belastung ist die Unsicherheit mindestens ein genauso schlimmer Faktor wie die Armut. Also ich glaube, dass die Armut sogar noch was ist, was man eher verkraften kann, als die ständige Unsicherheit. Und das Erschreckende ist, wenn man sich die Daten der Beschäftigungsdauer in Österreich anschaut, dann sieht man, dass sich das immer mehr in 2 Gruppen spaltet. Also der Arbeitsmarkt ist segmentiert, wie das Vivonus sagt, in wissenschaftlicher Sprache. Das bedeutet, die einen haben stabile Arbeitsverhältnisse, die 4 Jahre und länger andauern. Und dadurch, dass sie stabile Arbeitsverhältnisse haben, haben sie jährliche Lohnerhöhungen, haben Kollektivverträge, haben normale Arbeitsverhältnisse, haben fixe Arbeitszeiten, haben all diese Privilegien, die man als Normalbeschäftigter so hat. Und die andere Hälfte, und das ist der Teil, der immer größer wird, das ist derzeit, sind das ungefähr 34%, Tendenz aber stark steigend, die wechseln durchschnittlich 2-mal pro Jahr ihren Job. Und dadurch, dass sie 2-mal pro Jahr ihren Arbeitgeber wechseln, steigen sie in den Kollektivverträgen niemals auf. Sie haben ganz kurze Zeiten, in denen sie ins Sozialsystem einzahlen können. Das heißt, Pension wird bei denen auch schwierig werden. Arbeitslosenversicherung ist in der Regel auch schon ein Problem. Und sie wechseln auch zwischen den Branchen sehr stark. Das heißt, sie sind einmal im Kollektivvertrag kann, dann steigen wir von vorne ein, dann wechseln sie in den nächsten Kollektivvertrag, steigen wir wieder von Anfang an ein und haben auch unterschiedliche Beschäftigungsformen.
Das heißt, da ist einfach überhaupt keine Kontinuität mehr da. Und das ist das, warum diese zwei Gruppen immer stärker auseinanderdriften und die erreichen 25% weniger Kinder. Ja, ich würde vorschlagen, wir erweitern ein bisschen die Runde und gehen in diese große Diskussion. Ich möchte zu mir bitten, nochmal die Frau Präsidentin Handel, den Herrn Präsidenten Katzian und Maria Katrina Moser, der Direktorin der Diakonie. Schönen Abend. Frau Moser, Sie sind Direktorin der Diakonie Österreich. Ich wollte Sie fragen, wie viel von dem, was Sie jetzt gehört haben, hier in der Runde, kennen Sie aus Ihrer täglichen Arbeit? War das ganz neu für Sie? Sie haben das mit der Armut auch zu tun? Nein, das war nicht neu. Also ich bin auch Pfarrerin, war ein Siebenring Pfarrerin. Ich kenne das alles aus den Erzählungen. Also es war nicht neu. Und ich glaube, was wir hier, also ich finde auch die Geschichten total toll. Ich finde ganz gut, dass die Sozialproblematiken an biografischen Erfahrungen deutlich gemacht werden, weil wenn wir immer nur mit Statistiken und Zahlen zu tun haben, bleibt das irgendwie kalt, bleibt das unkonkret und kann man auch schwer Solidarität entwickeln. Wir kennen es natürlich aus unserer Arbeit in der Diakonie, dort wo wir im Armutsbereich tätig sind, auch. Wir merken das vor allem in unseren, wie wir sagen, Herrenwirtshäusern, Gasthäusern, wo man gratis essen kann. Wir merken es auch in Pfarrgemeinden, wo diakonisch die Gemeinden tätig sind und Essen anbieten. Das ist eben das, was Sie auch zuerst gesagt haben, also die Leute, die kommen, weil sie ein Essen brauchen, man will sie nicht ansehen. Also ich glaube, das ist etwas, was ich sehr aus der Erfahrung bestätigen kann. Das ist eigentlich etwas, das ich zum Beispiel aus Ländern Griechenland kenne. Also ich habe auch berichtet über Griechenland in der Krise, war mal in Falter Dorf vor den Wahlen. Und dort ist mir das aufgefallen, dass ich gar nicht kannte, Frauen, ältere Damen in sehr feinen Kostümen standen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln der U-Bahn und haben verschämt gefragt, ob sie das Oberticket haben dürfen. Also Armut ist etwas, was sich immer mehr versteckt bei uns in der Gesellschaft. Ist es auch etwas, was Sie den Menschen erfahren haben, wo Sie gekommen sind in Beratung? Ja, was ich vor allem merke, ist eben zum einen, es ist nicht sichtbar. Zum anderen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die arm sind, nämlich tatsächlich wirklich richtig arm sind, aber von sich selbst nicht sagen, dass sie arm sind. Und sich auch nicht arm nennen wollen. Und die so ein bisschen dann für sich sagen, ja, ich bin so gerne freie Architektin und ich arbeite so gerne in diesem Architekturbüro und das ist meine totale Erfüllung und wenn ich nächsten Monat die Miete nicht zahlen kann, dann schaue ich schon irgendwie, dass sich das ausgeht und eigentlich habe ich auch gar kein Problem damit, in einem Gehzimmer zu wohnen. Also was ich merke, vor allem bei den Jüngeren, und das ist das, was mich so schockt, nachdem ich selbst noch ein bisschen jünger bin, ich bin ganz jünger, aber auch noch zu den Jüngeren gehört, dass es überhaupt nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man mit seiner Arbeit gut leben kann und soll. Also es ist irgendwie überhaupt nicht mehr so die Einstellung da, dass man sagt, ich gehe 40 Stunden, teilweise sogar 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten und dafür kann ich mir eine ordentliche Wohnung leisten, kann ich im Winter heizen, kann ich mir einfach zum Essen kaufen, was ich gerne hätte, sondern es wird irgendwie so ein verrücktes Privileg, ordentlich bezahlt zu sein. Da gibt es dann die, die zum Beispiel sagen, sie möchten gerne im Medienbereich arbeiten, sie möchten gerne X und sie möchten gerne Y und sie beugen sich dafür nicht richtig aus. Also ich merke, dass die Aufopferungsbereitschaft sehr, sehr groß ist und ich merke, dass da irgendwas irgendwie eingeimpft worden ist im Sinne von, wir können alle von der Tellerwäsche zu Millionären werden und wir sind alle uns als eigenes Liebe schmied und wenn wir uns nur genügend anstrengen und wenn wir nur genügend kämpfen und die Ellbogen auspacken, dann kommen wir schon alle in die Chefetage. Und dieser Mythos ist irgendwie so tief drinnen in den Menschen, kommt mir vor. Also das ist das, was mir wirklich stark auffällt und dementsprechend ist die Scham für die Armut auch riesig groß. Also das, was ich vom Land her, aus meiner Jugend noch kenne, von der älteren Nachbarin, die sich nicht traut, dass sie um die Pensionsaufstockung anzuckt, weil sie sagt, was sagt denn die Nachbarin, wenn ich das mache? Das kenne ich eben so vom Land. Das erlebe ich jetzt auf einmal eben auch bei zum Teil jüngeren Menschen, die sagen, nein, warum? Ich bin ja kein Sozialfall, ich brauche sowas ja gar nicht. Da spare ich lieber und esse drei Wochen eine Kartoffelsuppe, aber nein, arm bin ich nicht. Das wollte ich noch bestätigen. Diese Erfahrung machen wir auch.
Das hat was mit der Scham zu tun, wie Sie erwähnt haben. Also Armut ist wahnsinnig schambehaftet. Aber ich finde die andere Seite auch interessant. Also in Österreich sagt kaum jemand von sich selbst arm zu sein. In Österreich sagt aber auch kaum jemand von sich reich zu sein. Vor allem nicht die sind. Vor allem nicht die sind, ja. Aber das ist. Ja, also Reichtum ist auch schlecht erforscht. Aber ich glaube, das ist irgendwie wichtig, das irgendwie in diesem Spektrum der sozialen Ungleichheit auch zu sehen und zu verorten, die Problematik. Und einen Satz wollte ich gerne noch sagen, was man so schön sieht in Ihrem Buch, ist die Privatisierung von Lebensrisiken und von sozialen Risiken. Und was ich glaube, also für die Armen war das Leben immer schon ein Risiko, das hat schon zu biblischen Zeiten angefangen, dass für die Tagelöhner das Leben ein Risiko war, kriege ich heute eine Arbeit oder nicht. Aber was sich verändert hat und was neu ist, ist, dass das gleichzeitig moralisiert wird. Also wenn du keine Arbeit hast und wenn du es nicht schaffst, und dann ist das dein persönliches Versagen, was wir auch daran sehen, da kommen wir vielleicht später, dann brauche ich es, ich beiz mal kurz an, auch im Zuge der ganzen Hartz-IV-Debatten in Deutschland vor über 10 Jahren, die uns jetzt auch ins Haus stehen, immer klar war, Armut ist was, was ein persönliches Versagen ist. Also diese Moralisierung, glaube ich, das ist eine neue Dimension. Dankeschön. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein bisschen differenziert auf den Inhalt des Buches eingehen. Aber sind die andere. Im Rolle von Männern zeigt im Buch auch eins sehr klar, nämlich dass Frauen ganz besonders oft von atypischer Beschäftigung betroffen sind. Das heißt, es gibt auch ein Geschlechtermascherl. Also, und da wäre meine Frage, warum ist das so und was hat die Arbeiterkammer aus Ihrer Sicht beantwortet auf diese Entwicklung? Ich denke, dass Frauen von prekärer Arbeit, von der Endzeitarbeit mehr betroffen sind, ist auch kein neues Phänomen. Was dazu kommt, dass auch das zunimmt. Das ist das Traurige. Ich glaube, es sind etwas mehr schon von prekärer Endzeit betroffen, als es Frauen in der Vollzeit mal gibt. Da kann man wirklich halb sagen. Wir haben jetzt mit der Bundesregierung ein neues Arbeitszeitgesetz. Und hier merken wir natürlich, dass es auch doppelt die Frauen trifft. Denn die Männer, die jetzt, es wurde halt schon vom Präsident Kanzler angesprochen, dass wir leider so mehr Fälle haben, wo sich bei uns Beschäftigte melden, die sagen, jetzt mussten sie 12 Stunden arbeiten, weil der Arbeitsauftrag muss weg. Die sagen halt dann ja, sie sagen ja, weil es sehr häufig so in den letzten Telefonaten, das ich hatte, sich um Leiharbeitskräfte handelt und Angst haben, dass sie morgen keinen Job mehr haben. Ist das schon eine Art prekäres Arbeitsverhältnis, oft eben auch in der Werbe, weil man oft nicht weiß, kriege ich morgen, werde ich morgen wieder verliehen oder wie schaut es übermorgen aus? Die sagen dann ja, eine Frau, die dann noch immer, und ich komme heute aus einem großen Betriebsbesuch, wo es noch immer in der Regel so ist, leider gesellschaftspolitisch habe ich es nicht geschafft, dass Familienarbeit auf beide Geschlechter aufgeteilt wird. Daher ist Familienarbeit, Kinder, alles Mögliche noch immer, das ist ein Großteil in der Ecke der Frauen. Und das sind dann die Frauen, die Verantwortung tragen, habe ich Zeit, mein Kind in den Kindergarten zu bringen, in die Schule, habe ich Zeit, es abzuholen. Daher sind die Frauen doppelt betroffen. Aber vielleicht auch vorweg, dass wir Situationen erleben, wo es nicht nur darum geht, dass wir etwas erreichen, sondern wie schaffen wir es, das Erreichte auch zu verteidigen. War auch vorhin jetzt angesprochen worden, wir kommen aus der Frauenpolitik und ich weiß, wir haben Jahrzehnte dafür gekämpft, dass es ein Wegfall des Fahrteneinkommens bei der Notstandshilfe ist. Dafür gekämpft, weil es halt so 80-90% die Frauen betrifft. Wir haben es erreicht und jetzt diskutiert die Bundesregierung, ob die Notstandshilfe wegtut. Wir haben geschafft, dass wir eine Aktion 20.000 haben, wo auch viele Frauen wieder im Alter eine Chance bekommen haben, dass sie auch wieder in Würde leben können, nämlich einen Job noch zu kriegen, damit ich schlussendlich auch eine Pension kriege. Weil die Bundesregierung, die das, was wir erkämpft haben, wieder abgeschafft hat. Also es ist ein Riesenproblem jetzt, alles, was wir erkämpfen, wie behalten wir das auch? Das macht die Arbeiterkammer, wir werden nicht locker lassen, dass wir erstens für die Frauen weiterhin fordern, dass wir in dem Versorgungs für die Frauen, zu 90% die Frauen betroffen sind,
dass wir gemeinsam mit der Gewerkschaft schauen, dass wir einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1700 Euro erreichen. Man kann sich leicht ausrechnen, was netto ist, ein Einkommen, mit dem man kaum auskommt. Aber trotzdem wäre es einmal ein Schritt. Wir brauchen weiters mehr Kinderbildungseinrichtungen, um Frauen überhaupt die Chance zu geben, einen Vollzeitjob anzunehmen, wenn er schon angeboten wird. Wir haben im männlichen Bereich Frauen, die könnten einen Vollzeitjob annehmen, also kriegen einen angeboten, können ihn nicht annehmen, weil man halt die Kinderproblematik hat. Wir werden weiter dafür sorgen, dass wir auch dringend brauchen, ein betriebliches Lohntransparenzgesetz, dass man auch weiß, was Frauen und Männer verdienen, tatsächlich im Betrieb. Denn nur wenn man es am Tisch legt und sagt, was verdienen alle, dann wird der Gleichstand. Ja, wichtig ist, dass wir trotzdem drauf schauen, dass alle ein Recht haben, auch auf Arbeiten zu auf Arbeit mit einem Einkommen, von dem man auch leben kann. Da werden wir weiter dran arbeiten. Und die Digitalisierung wurde auch schon angesprochen, die kommt nicht von alleine, wir können sie mitgestalten. Und das wird auch eine Herausforderung sein, dass wir hier mitreden, sie mitgestalten und dass wir sie nicht nur von uns wirken lassen. Herr Präsident, die Frau Präsidentin hat schon ein paar Punkte aufgezählt. Wir leben gerade in Zeiten, in der wirtschaftliche Veränderungen oder politische Veränderungen prekäre Arbeit weiter fördert. Das Taxi heißt heute der finnische Uber. Crowdwork, ich meine Crowdflower, ist ein interessanter Name, es gibt so ein nettes Wort, das Blümchen dafür, dass man eigentlich zur Sklavenarbeit serviert. Das ist auch was, sagen Sie, Neusprech. Wenn man nach Großbritannien schaut, dort gibt es ja schon längst Work on Demand, das heißt, du wirst von deinem Arbeitgeber geholt, wenn es was zu tun gibt, dann gibt es Geld und wenn nicht, dann gibt es halt kein Geld, dann kann man verlassen, was ich so leisten kann. Was sind Ihre Antworten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter auf diese Entwicklungen? Naja, ich versuche vorher in der Klinik schon darauf einzugehen. Diese Entwicklungen sind da, sie nehmen zu und sie nehmen auch deshalb zu, weil die Digitalisierung Möglichkeiten für neue Geschäftsprozesse schafft, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Aber welche Antworten können wir entwickeln als Gewerkschaftsbewegung? Das eine ist sozusagen die Absicherung über gesetzliche Maßnahmen. Da braucht es natürlich politische Kräfte, die dafür sorgen, dass es eine Mehrheit im Parlament gibt, um ein Gesetz zu beschließen. Oder wir brauchen politische Kräfte in Europa, um auch da über die Kommission und über die europäischen Strukturen entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Weil wir kennen jetzt das Postbeispiel vielleicht aus dem Postbeispiel, irgendwie da lösen. Ja? Aber die Crowdwork können wir in Österreich nicht lösen, weil die Fahrt nicht vor der Grenze halt, einen Schnitt zu machen beim Kabel wird auch nicht gehen und nichts bringen. Daher brauchen wir auch europäische Lösungen, dafür setzen wir uns ein. Dafür müssen wir aber auch mobilisieren. Und um mobilisieren zu können, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Leute verstehen, was da abläuft. Vor allem die, die selbst nicht betroffen sind. Wenn ich solche Beispiele, wie du sie jetzt vorgelesen hast und wie sie in deinem Buch sind, wenn ich die jemand erzähle, die sich mit dem noch nie intensiver beschäftigt, die glauben da das gar nicht. Die glauben, du tust flunkern oder du wirst irgendwie politisches Geld wegfahren. Und wenn man dann aber nachhaltig die Beispiele erklärt, sind sie irgendwie fassungslos. Und viele sind auch gar nicht in der Lage zu übersetzen, etwas, was passiert, das ist mit dem was zu tun. Das ist aber ein konkretes Beispiel. Wir haben vor 14 Tagen einen Zettel im Buskastel drinnen gehabt, ihr Paket ist dort und dort abzuholen. Und bei Frau war an dem Tag den ganzen Tag zu Hause und hat gesagt, was ist denn das für eine Sauerei, der hat nicht einmal angehört und hat den Zettel reingekommen. Und das ist eine normale Reaktion, wenn du zu Hause warst und du hast den Zettel drin liegt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das der ist, der vielleicht im Rückstand ist, auch Angst haben muss, dass er 50 Euro zahlt für seine 80, weil dann irgendwas nicht rechtzeitig liefern kann. Und deswegen den Zehner halt einfach eine Ordnung so tut, wie man keiner aufgemacht hat, dann kriegt das einen anderen Spin und ein anderes Verständnis. Den Zusammenhang herstellen kann man aber nur, wenn man solche Geschichten kennt und wenn man auch versteht, wie prekäre Arbeit funktioniert. Und viele merken es nicht an diesen Beispielen. Meine Erfahrung ist,
wenn die Kinder ein Studium abschließen oder eine Ausbildung abschließen und Eltern total schuld sind, dass die das geschafft haben. Und die Kinder dann sagen, ich habe alles das gemacht, was ihr mir gesagt habt, ich habe brav gelernt, ich habe meine Schule fertig gemacht, ich habe mein Studium abgeschlossen. Und dann kriege ich diese entwürdigende Arbeitsplatzsituation eines prekären Dienstverhältnisses, wie immer das dann genannt wird, weil es hat ja ganz viele unterschiedliche Namen, die es da gibt, und fangen manche zum ersten Mal zum Nachdenken an, wohin das führen soll. Aber auch da habe ich erlebt, gibt es noch welche, die sagen Eltern, naja, die kann ja nicht gleich und der kann ja nicht gleich, nur weil er mit Studium fertig ist, weil er einen super Job hat, wo man weiß ich was verdient. Ist eh cool, wenn der auch mehr Praktikum hat. Das Zauberwort heißt Praktikum. Ne? Und das sind keine Praktiker, die aufgrund von Ausbildungsvorschriften vorgeschrieben sind, sondern das sind halt solche Arbeitsverhältnisse, wie die in dem Buch vorkommen, die halt das Marshall-Praktikum haben. So. Und da gibt es immer noch welche, die sagen, ich sehe gut am Anfang, wenn man Praktikum und wenn dann aber Leute schon 3 Jahre Praktikum anfangen, die ersten auch zum Nachdenken. Ne? Aber das Problem ist, in der Fläche ist das Thema nicht so präsent, dass es mobilisierbar ist. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es präsent wird. Da tragen unsere Publikationen, unsere Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, dass wir weiter vorantreiben, solche Bücher wie deines. Und wir müssen schauen, dass wir viele, auch Journalistinnen und Journalisten, gewinnen, die das zum Thema machen in der Berichterstattung. Das heißt, die Kunst ist erst einmal ein Chance, weil gerade der Mediensektor einer ist, der am meisten durchwachsen ist, massiv mit prekärer Beschäftigung in der unterschiedlichsten Form, Taglöhnerei an der Tagesordnung steht und daher wir auch die Medien schlau als Partner gewinnen und damit an der Verbreitung scheitern. Scheitern, dass wir müssen schauen, dass wir unsere eigenen Medien und vor allem auch die elektronischen so short machen, dass wir irgendwas vorantreiben können. Da gibt es noch viel Arbeit und jede kreative Köpfin und Kopf ist eingeladen, mitzuhelfen, dass wir dort schon weiterkommen. Wir brauchen es nur, weil ohne die Grundlage der Betroffenheit werden wir nichts verändern können. Das ist so, jetzt muss ich was mit der Einschaltung machen. Da hilft es auch immer, objektive, kritische Leute zu unterstützen, damit die Leute anstellen können. Der Falter ist zum Beispiel eines der wenigen Medien, die in der Medienkrise gewachsen sind und so gewachsen sind, dass wir heute mehr angestellte Redakteurinnen und Redakteure haben als noch vor einigen Jahren. Und ich würde Sie auch noch fragen, Sie haben vorher gesagt, die Scham ist auch ein Problem. Ein Problem, also die Menschen schämen sich, weil ich sage keiner, ich bin gerne arm und stolz drauf. Jetzt merke ich im Buch auch, es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die da betroffen sind. Menschen, die man jetzt, also wenn man sie so aufzählt, würde man sie nicht in einer Gruppe sehen. Die Akademikerin, die eine top-wissenschaftliche Karriere hat, also wer nicht, aber eine Wissenschaftler top gebildet ist, der Paketträger, die Grafikerin, die Herren, die uns die Kisten mit Mineralwasser in den 5. Stock schleppen, da denkt man im ersten Moment, die haben wenig gemeinsam, haben sie aber in Wirklichkeit, weil sie alle betroffen sind von prekärer Beschäftigung. In Ihrer täglichen Arbeit haben Sie immer so eine Erfahrung. Haben die Leute das Gefühl, ich bin alleine und selber schuld? Oder gibt es ein Gefühl von, das ist jetzt eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit? Und wir sind mehr oder wir sind viele. Ich glaube, das ist eine Mischung. Das kann man so allgemein nicht sagen. Aber ich glaube, die Scham ist trotzdem, also auch wenn ich es irgendwie verhirnt habe und weiß, dass man jetzt nicht meine Schuld ist, ist die Scham trotzdem eine große. Ich wollte noch eins sagen, was diese Geschichten verbindet. Diese Geschichten verbindet, dass alle Menschen, die sie interviewt haben, die da erzählen von ihrem Leben, wahnsinnig viel leisten. Und ich finde, wir sehen an diesen Geschichten und an Ihrem Buch ganz gut, dass irgendwie so diese allgemeine Rhetorik von Leistung muss sich lohnen, einfach nicht wahr ist. Also Leistung lohnt sich nicht.
Und ich glaube, also das ist irgendwie auch so, also gerade auf meiner Ebene natürlich auch so ein wichtiges Thema von uns oder zum Beitrag irgendwie auch zu schauen, was sind denn so herrschende gesellschaftliche Bilder, die den Menschen dann auch schaden? Ganz konkret, und ich finde, dieses Leistungsbild gehört dazu, weil meines Erachtens der Leistung permanent mit Markterfolg verwechselt wird. Also bei der Leistung ist ja immer die Frage, ist eine Leistung großteilig viel Input liefere, weil ich mich sehr anstrenge, weil ich viel tue, oder geht es um den Output? Und im aktuellen Leistungsdenken geht es dann immer eigentlich um den Output, um den Markterfolg, also nicht einmal um den direkt geleisteten Output, den man sehen kann, und also um den Markterfolg. Und ich glaube, also das wäre was Wichtiges, irgendwie auch neu über Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit zu diskutieren. Wir sind ja in der Uni normalerweise nicht die, die über Leistungsgerechtigkeit diskutieren. Wir reden über soziale Gerechtigkeit, über Bedürfnisgerechtigkeit, auch über Befähigungsgerechtigkeit. Also wie kann man Menschen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, auch als Gerechtigkeitsfrage. Aber an diesem Punkt oder an dem Buch wird sehr deutlich, dass eine Diskussion über Leistungsgerechtigkeit auch anstehen wird. Also nämlich nicht im abwehrenden Sinne, sondern also tatsächlich Leistung reflektieren und um mal zu sehen, was Menschen leisten und was sie dafür eben nicht bekommen. Weder an Geld noch an sozialer Sicherheit. Bevor wir in die Zukunft schauen, würde ich gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich komme auch gerne mit dem Mikro zu Ihnen. Sie müssen mir ein Zeichen geben. Ich sehe schon Zeit, ich bin schon unterwegs. Dankeschön, ja, vielen Dank für die interessante Diskussion bis dato. Ich finde es, also ich habe jetzt nicht irgendeine Frage, eher eine Anregung. Ich finde es ein bisschen schade, dass es tatsächlich hier heute Abend keine Betroffenen gibt, wenn ich das so sagen darf in der Diskussion. Und ich finde es auch ein bisschen problematisch zu sagen, die Leute sind nicht hier oder wenn sie arm sind, sind sie schambehaftet. Ich glaube, ich finde das ein bisschen problematisch. Ja. Darf ich gleich Betroffenen? Das ist mein einziges Beispiel, der einzige Beispiel, prekäres Arbeitsverhältnis, das definitiv. Oder jetzt gestern von meiner Kinder dann gesagt, wenn du mit deiner Arbeitszeit, mit dem Arbeitsauf und nicht zusammenkommst, dann arbeite doch eine Nacht. Das Beispiel, obwohl ich jetzt in der ersten Arbeitswoche jeden Tag mindestens 100 Stunden Überstunden mache, habe es total einfach keinen Sinn. Also, Betroffene sind da. Und ich wollte aber auch gleich was über Scham sagen, weil ich in dem Fall glaube, Scham ist kein gutes Wort. Ich habe meine Masterarbeit über Klassenbegriff oder Verständnis und Klassenbegriff geschrieben, sowohl in Österreich als auch in Großbritannien. Die sind sehr viel akkrafinanziert worden, also vielen Dank dafür. Und habe vor allem mit jungen Leuten, Fehler sind bis 35 und Scham habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist Resignation. Nämlich so zwei Sachen, also ich glaube, die sehr wichtig sind, ist halt, also junge Leute, und ich sage euch wirklich damit ein, wir haben Bock drauf zu arbeiten. Wir haben Bock reinzuhackeln kann. Wir sind sozusagen leistungsbereit. Und es ist aber auch eins ganz klar, dass wir sind uns leistungsbewusst, wie viel das heißt. Und uns auch klar, dass das nicht so entlohnt werden wird. Und der Punkt ist eher die Resignation. Und zum Beispiel ein Freund von mir hat auch jetzt ein Masterstudium fertig und hofft ganz stark darauf, dass er einen Praktikumsplatz kriegt, wo er 1000 Euro im Monat verdient, ohne Krankenversicherung, Urlaub und so, Sache der Titel. Und das ist gerade seine starke Hoffnung. Masterabschluss von MSI. Und das ist eine totale Resignation da. Und also absolut, und das ist die Sache, absolut keine Erwartung auf Besserung. Und es trifft so wohl Leute zu, die jetzt klassisch, geh auf die Uni, kommst du in das Hacker von mir, geh auf die Uni, dann weißt du was. Die sind da Resignation kennen. Genauso wie die aus der alten Architektinnenfamilie kommen, dort jetzt gerade die TU fertig gemacht haben und jetzt merken, ich verdiene auch nichts. Also ja, schade ist es nicht, das ist
Resignation. Also das ist uns nicht vor. Dankeschön. Jetzt haben wir ein paar Fragen und dann schönen Abend. Danke für die interessante Diskussion. Auch als betroffene Studierende möchte ich kurz erwähnen, dass Studierende, die ich Armutsgrenze sind. Ich arbeite ehrenamtlich in der österreichischen Hochschullandschaft, Sozialreferat und Studien- und Rentenberatung. Und so Beratung kommen die, die ich sehr, sehr, sehr objektiv erstelle. Und was noch dazu kommt, ist ständig die neue Entwicklung in der und im Investitionsgesetz, wie zum Beispiel das berufstätige Studierende wie ich, die keine Familienbeihilfe bekommen, keine Studienbeihilfe mehr bekommen, die Studiengebühren zahlen müssen, ganz auf einmal von einem Semester zum nächsten. Da kann man auch sehr stark unterstützen, das finde ich super, aber trotzdem gibt es noch keine Lösung für die berufstätigen Studierende wie ich, die 900 Euro im Monat in Wien mit Miete zahlen würden. Dankeschön. Wer möchte darauf antworten? Ich glaube, dass es beides gibt. Ich bin davon überzeugt, es gibt die eine oder andere, wo es den Scham schon gibt, dass sie kennen schon Leute, die sich keine sozialen Leistungen abholen, weil sie es feindlich finden, weil sie sich grafisch genieren, dass sie es nicht im Leben schaffen, weil nicht sie uns schützen abholen, es gibt. Es gibt die anderen, das unterstreiche ich auch doppelt, die resignieren. Und es war heute schon einmal die Frage, was hat sich verändert? Und ich glaube, dass etwas, was massiv sich verändert hat, gegenüber früher, wo man auch prekäre Arbeitsverhältnisse hatte und Armut, dass man eine Perspektive hatte. Und das ist die Resignation heute, weil viel zu viel Beschäftigte einfach keine Perspektive vor sich sehen. Das ist dann auch der Unterschied. Und eher im Gegenteil, auch die Politik sagt uns ja oft, es wird noch besser. Und die Frage ist immer, wer ist Leistungsträger? Vollkommen richtig. Und ich bin extrem viel jetzt in Betrieben unterwegs. Und für mich sind alle Beschäftigten Leistungsträger. Denn da hängt die Wirtschaft in Schwung. Wenn man die Beschäftigten nicht hätte, dann hätte man jetzt tolle Wirtschaftsergebnisse. Und ich erlebe, das ist jetzt nicht prekär, aber ich erlebe Menschen, die in einer Fleischerei, man kann sagen, im Keller arbeiten, 40 Jahre, bei 2 bis maximal 10 Grad Celsius im Sommer und im Winter, die mir dann sagen, jetzt gehe ich bald in Pension, aber alleine gehen wir nicht. Und naiv oder so habe ich mal gedacht, gehen sie immer zu zweit, klein, aber ohne Rheuma oder Arthritis oder sonstiges gehen die nicht in Pension. Das sind die Leistungsträger der Gesellschaft, wo schon längst seitens von der Bundesregierung die Würde und der Respekt für diesen Beschäftigten fehlt, geschweige denn auch das Einkommen, das sie verdienen würden. Und ich glaube, das ist etwas, was genau in deinem Buch sehr gut beschrieben ist, wie viele Menschen leisten und schlussendlich dafür aber nicht die gerechte Entlohnung bekommen können zu stehen. Vor allem auch nicht die soziale Absicherung. Frau Trainer, sehr verehrte. Was mich wirklich auch beschäftigt, ist dieses Thema und dieser Begriff der Resignation, weil ich nachgedacht habe, wie war denn das probiert? Ich habe im Schauer 1970 in der damaligen Länderbank, die gibt es auch immer mehr, begonnen zu arbeiten und verkürzterweise schreibt man im Lebenslauf hinein als Lehrling. Und wie ich begonnen habe zu arbeiten in der Länderbank, hat die Bank damals keine Lehrlinge aufgenommen und auch keine Lehrlinge ausgebildet. Was es aber gegeben hat, waren sogenannte jugendliche Angestellte. Fand ich super. Mit 15 jugendlicher Angestellte in der Bank war natürlich super. Wir haben jeden Tag Wettbewerbe gemacht, im Blauen, die eingetreten sind, eine andere Zeit. Und Büroklammern sortiert und solche wirklich sehr intelligenten, tolle Dinge gemacht. Und es ist zeitlich zusammengefallen, dann in weiterer Folge mit der Vorbereitung für das Jugendvertrauensrätegesetz. Wir hatten dann einen Jugendvertrauensrat und es hat eine legendäre oder denkwürdige Weihnachtsfeier gegeben, die der Betriebsrat gemacht hat und der Vorstand der Bank und Bankvorstände in den 70ern. Es war ja ein altes Holzvertefel, ging so ein Plafond auf, so hoch gedämpft, du musst schon fast unter dem Teppich gegangen mit unter dem Teppich.
Und der Generaldirektor ist zu dem Tisch gekommen, wo ich gesessen bin. Dann hat der Betrieb gesagt, das ist übrigens unser Jugendverband für die jungen Mitarbeiter. Und der Direktor sagt, was, sowas haben wir auch. Dann sie müssen sehr stolz sein, was unser Haus alles bietet. Ne? Und ich habe gesagt, ja, wir sind Hilfsarbeiter. Dann hat es den gerissen. Dann hat er gesagt, wie meinen Sie das? Also, wir haben keinen Lehrvertrag. Und wir können mit dem, was wir da ausbilden, unter Anführungszeichen kriegen, in Wirklichkeit nichts auffahren. Und daher sind wir bessere Hilfsarbeiter. Und viele von uns überlegen sich, ob sie nicht irgendwas anderes machen, was auch zukunftsfähig ist. Ne? Dann hat sich der Umgang und ist gegangen, einer von den Betrieben gesagt, was ist denn jetzt so tief? Am nächsten Tag kommt der Anruf, du sollst zum Generaldirektor kommen. Hier, alle erledigt. Ne? Und dafür. Und der hat gesagt, Sie haben da gestern was gesagt bei dieser Weihnacht, erklären Sie mir das. Dann habe ich ihm das erklärt. Und dann hat er gesagt, und wie könnte man das ändern? Und ich habe gesagt, wir kriegen einen Lehrvertrag, wir machen einen Ausbildungsplan und wir alle 3 Monate wechseln und. Und die Leute wollen das. Und ich habe gesagt, so, ihnen soll ich versammeln, wir kommen gleich alle her. 105 Jahre, die ich angeschaut habe. Wir sind gleich alle da. Und er hat gesagt, nein, ich glaube nicht das. Und ein halbes Jahr später war die Geschichte erledigt. Und das ist nur deswegen einfach, weil ich mir überlegt habe, wie es mir nicht gut ging, wie es da jetzt nicht gut ging, aber meine Freunde haben zwar weniger verdient, aber wir wollen einen Lehrvertrag. Ja? Und wir haben uns gemeinsam überlegt, was gehen wir tun, wir haben Pläne gehabt und dann hat sich das zufällig so ergeben. Und wenn wir damals resigniert hätten und nichts da hätten und nicht uns bemüht hätten, da was herzubringen, dann war es wahrscheinlich heute nicht so. Und ich habe das Beispiel deswegen genannt, weil Resignation, jetzt möchte ich wieder auf die politische Ebene kommen, Resignation ist immer was, was nicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dient, sondern was denen dient, die genau daran interessiert sind, dass es diese Verhältnisse gibt. Und je besser und tiefer die Leute in der Resignation drin sind, desto besser und tiefer können sie sicher sein, dass diese Maßnahmen, die da gesetzt werden, die Art und Weise, wie die Leute ausgebeutet und wie der letzte Dreck behandelt werden, die Art und Weise, wie ihnen die Würde genommen wird, weil nichts anderes ist es, dass da so in Zukunft bleibt. Und so müssen wir die Resignation aufbrechen, im Wissen, dass das nicht einfach ist, aber es ist alternativlos, weil Resignation heißt, nichts zu verändern und auch keine Chance angeben, etwas zu verändern. Ich wollte einen kurzen Satz dazu sagen. Unser Thema als Diakonie ist ja mehr die Armut als die Arbeit. Eine wichtige Dimension, von der wir unter Armut verstehen, ist der materiellen Dimension auch die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Und da glaube ich, macht es einen Unterschied, ob man als Studentin zu einer Working Poor gehört, man hat noch einmal einen anderen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und ich meine, dass überhaupt ein Buch irgendwie auch zu finden, also in diesen Geschichten, wo die zwei Brüder, die in einem Lieferservice arbeiten, immer ganz bemüht sind, irgendwie auch zu sagen, aber die Arbeit ist eh nicht schlecht und es ist eh super. Also das hat auch noch was mit der Würde zu tun, irgendwie was beitragen zu können. Und darum, glaube ich, macht schon einen Unterschied, ob man working poor ist oder nur poor ohne Arbeit, macht einen Unterschied. Und zur Scham wollte ich noch sagen, über die kann man natürlich nie reden, ohne über Beschämung zu reden. Und Menschen, die in Armut leben, und zwar ohne Arbeit, werden permanent beschämt. Also die Mindestsicherung, wo man das alles, was man sich erspart hat, aufgeben muss, das ist eine unglaubliche Beschämung. In der Schule sagen zu müssen, zu deinem Lehrer, zum Elternverein, naja, wir können uns eigentlich jetzt diesen Skikurs nicht leisten für das Kind, gibt es nicht eine Unterstützung, das ist beschämend. Es ist auch beschämend, was aber bei uns wenig verallgemeint machen, es ist auch beschämend, weil man irgendwie am Gottesdienst irgendwie wieder weggehen muss und nicht beim Kirchencafé bleibt, weil man jetzt nicht den Kaffee zahlen will, das Kaffee nicht zahlen kann. Und darum ist es uns zum Beispiel in der Diakonie wichtig. Wir haben ein Projekt, das heißt Lehrerbauch. Also da geht es irgendwie gegen die Meinung, dass ein voller Bauch nicht gern studiert, nein, ein Lehrerbauch studiert nicht gern. Kinder müssen genug zu essen haben, um in der Schule auch was lernen zu können. Und da ist es uns in dem Projekt, wo es darum geht, eine gesunde Jause für Schulklassen zur Verfügung zu stellen, ganz wichtig, dass es nicht nur die Kinder kriegen, die ohne Jause von zu Hause in eine Schule kommen, sondern alle Kinder.
Also so diese würdende Fragen, wer braucht denn diese Jause, dann ist das auch so ein Akt der Beschämung. Also man kann über die Scham nie reden, ohne über die Beschämung zu reden und alles, was dort auf dem Sozialmarkt, also die Bedürftigkeitsprüfung im Sozialmarkt nachweisen zu müssen, dass man bedürftig und arm ist, damit man da einkaufen darf, das ist alles beschämend. Vielen Dank. Ich würde gerne zum Schluss ein bisschen in die Zukunft schauen. Mir ist jetzt ganz oft auch der Begriff des Durchschwimmens eingefallen. Das ist auch ein Begriff, den die Regierung relativ bald nach Antritt von Türkis Blau gleich geprägt hat. Das dann angekündigt hat, den Kampf gegen die sogenannten Durchschwimmlerinnen und Durchschwimmler, weil es sich nicht geändert hat, das muss auch sein. Das ist auch jetzt für die Regierung. Wenn man das in Verbindung bringt mit den Veränderungen am Arbeitsmarkt, dann ich gerne von Ihnen einfach wissen, was erwartet uns, was sind Ihre Prognosen? Gerne. Ich glaube, es gibt zwei Varianten und ein Horror-Szenario gibt es auch noch. Ich fange aber mal mit der positiven Variante an. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir für uns alle erkennen, dass dieses den Betroffenen die Schuld geben, als Regierung zu sagen, die Leute, die arbeitslos sind, sind selber schuld, dass sie arbeitslos sind, anstatt als Regierung zu sagen, wir sind unfähig, weil wir haben es nicht geschafft, Arbeitsplätze zu schaffen. Oder zu sagen, die Leute, wir schaffen jetzt die Notfallshilfe ab und die Leute, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, müssen jetzt de facto bis auf 4.200 Euro alles ausgeben. Oder der Staat schreibt sich ins Grundbuch von Häusern. Also all diese Dinge müssen wir als Last erkennen, was sie de facto sind, nämlich nach unten treten. Und Klassenkampf ist ja was, was immer schon von oben ausging. Also ich verwehre mich gegen die Tatsache, das heißt, der Klassenkampf wäre jetzt etwas gewesen, wo sich die unteren Schichten da irgendwie zusammengeschlossen haben, weil sie so böse waren oder so, oder weil sie so aggressiv waren, sondern wirklich der, dass es immer noch so oben ausgegangen ist. Und das, was wir jetzt sehen und was die Regierung jetzt macht, ist zu sagen, ihr seid arm, schämt euch dafür. Ihr seid arm, ihr leistet es nicht genug. Ihr seid diejenigen, die selber schuld sind. Und wir schaffen jetzt die Notstandshilfe ab, weil wer leistet, der hat eh kein Problem und der kann eh alles verdienen und alle, die quasi ihre Versicherungsleistung konsumieren. Das ist das, was mich am meisten empört an dem Ganzen. Wirklich, das ist eine Versicherungsleistung. Also wir gehen hier arbeiten, wir zahlen Abgaben dafür, dass wir dann eine Arbeitslosenversicherung haben. Das sind ja keine Almosen, sondern das Geld, das wir selbst eingezahlt haben. Aber dadurch, dass das jetzt alles quasi zur Debatte gestellt wird und wie es zur Debatte gestellt wird, eben mit dem, dass man sagt, die Betroffenen sind schuld, die Menschen sind quasi schon Rotzer, die Menschen leisten nichts, die Wirtschaft ist quasi immer das, was für jeden muss und der Wirtschaft muss es gut gehen. Naja, wofür gibt es denn die Wirtschaft, wenn nicht für uns? Also eigentlich sollte das gesamte System, die Wirtschaft, der Sozialstaat, eigentlich sollte das ja alles dafür da sein, dass die Bevölkerung und die Leute, die dafür arbeiten und davon leben, sich damit auch wohlfühlen. Ich finde das alleine schon so absurd zu sagen, die Menschen müssen sich nach der Wirtschaft richten. Die Wirtschaft ist ja was, was für Menschen gemacht ist. Also eigentlich sollte sie genau umgekehrt sein. Das heißt, das positive Szenario, und das kommt nicht zu Ende, weil es hätte mich ein bisschen verzettelt, das positive Szenario wäre, dass man das merkt. Das positive Szenario wäre, dass wir alle draufkommen, dass wir von vorne bis hinten verarscht werden. Und tut mir leid, dass ich das jetzt direkt sage, aber das ist vollkommen irrelevant, ob es junge Menschen sind, alte Menschen sind, ob ich jetzt eine Migrationsgeschichte habe oder nicht, ob ich gut ausgebildet bin oder schlecht ausgebildet bin. Wir werden alle von vorne bis hinten verarscht. Das heißt, uns wird allen erzählt, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr leisten, wir müssen uns mehr bemühen, weil nur dann floriert irgendeine abstrakte Wirtschaft und nur dann geht es uns irgendwie besser. Also da fängt schon mal an. Das heißt, im Idealfall wäre es so, dass wir alle, die wir alle merken, es wird uns nicht leichter, sondern schwerer gemacht und wir werden da ein bisschen an der Nase herumgeführt. Wir sollten uns wirklich alle solidarisieren und wir sollten alle sagen, so geht es nicht mehr. Und ich hoffe und warte und denke, es wird bald soweit sein. Ich kann mich nicht nennen, aber ich glaube wirklich, dass wirklich der Punkt erreicht ist, wo die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich schaue nicht mehr zu und ich mache da erst was. Und dann ist das wichtige Moment, dass die Eltern mit ihren Kindern mitgehen, dass die Großeltern gehen, dass die Jugendlichen gehen, dass wir alle gemeinsam sagen, wir sind alle betroffen und es geht uns allen schlecht. Weil das Problem ist, es kann uns zum einen allen passieren, es kann unseren Kindern passieren, es kann unseren Angehörigen passieren und es ist nichts, dass irgendwie jemand verdient, weil er einen Fehler gemacht hat oder weil sie oder er einen Fehler gemacht hat.
es gibt doch kein Rezept, um sich dagegen zu wehren. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ich mache jetzt irgendwas besonders brav und besonders großartig und deswegen wird mein Leben immer super sein. Das ist so diese Lüge, die uns erzählt wird, im Sinne von, die studieren, die immer brav arbeiten, machen dieses und noch jenes und dann wird es dir eh mal super. Das stimmt halt nicht. Es liegt nicht an uns. Es sind nicht wir diejenigen, die schuld sind. Sondern wir werden verarscht und wir müssen was tun. Das ist für meine Beobachtung. Ich schließe mich an, wir werden verarscht. Ich denke alleine schon, wenn wir jetzt hören, wir haben gerade gesprochen von sozialer Absicherung und wenn wir eine Bundesregierung haben, die als ersten Schritt damit beginnt, jene zu ahnden, die vielleicht irgendwo einen Sozialbetrug macht, damit dem es um 5, 6, 7 Euro geht, dann stellt es sich an zu sehen, wo ist das Vermögen bezahlt, die ordentlichen Steuern, wo man das mehr holen kann. Aber ich will es natürlich kurz machen, ich glaube, um ich hoffe, dass wir so weit sind. Da bin ich bei dir, bin mir nur ganz sicher, würde es mir wünschen, dass wir so weit sind. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass das Wort Solidarität nicht nur der Name der Zeitschrift des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ist, sondern dass wir wirklich lernen, Solidarität zu leben und vor all jenen Gruppen, die du jetzt aufgerufen hast. Und dazu habe ich auch jetzt die Bitte in eigener Sache. Es ist, glaube ich, dringend notwendig, dass wir dieser Bundesregierung und auch der Wirtschaft eine ganz starke Arbeitnehmerinteressensvertretung gegenüberstellen. Das bedeutet, meine eigene Sache, wir haben in Wien vom 20. März bis 2. April Kammerwahlen und meine Bitte ist, und das hat gar nichts mit der Parteipolitik zu tun, meine Bitte ist wirklich eine ganz starke Wahlbeteiligung. Wir müssen wirklich zeigen, dass die Interessensvertretung, damit die Arbeiterkammer, all das, was heute angesprochen worden ist, ich sage das hier wirklich offen und ehrlich, auch weiterhin leisten kann. Wir wollen mehr Leistungen geben, um die gleichen Beiträge gerade im Zeichen der Weiterbildung weiterqualifizieren. Wir nehmen viel Geld dafür in die Hand und haben vor, das weiter zu tun mit noch mehr Geld. Das geht aber nur dann, wenn die Kammer gestärkt in die Zukunft geht. Und damit die Kammer auch in die Arbeitnehmerinteressen gestärkt in die Zukunft geht, sagt der Präsident sowieso, aber mit uns 4 Jahrzehnte in der Gewerkschaftsbewegung und wenn nicht jetzt, wann dann, müssen wir dafür sorgen, dass es der ÖGB so viele Mitglieder hat, dass man wirklich sagt, da rauschen einem jetzt die Ohren. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Beschäftigten, die Interessensvertretungen, ÖGB und Arbeiterkammer einfach unterstützen und stärken mit ihrer Mitgliedschaft, denn es ist die einzige Chance, dass wir gegenüber der Bundesregierung und auch der Wirtschaft zeigen, wir sind stark und glaubt was, als Beschäftigte sind wir Millionen von Menschen. Und es kann doch nicht sein, dass ein paar Unternehmer und die Bundesregierung über Millionen von Menschen hinweg sind. Daher meine Bitte, ich schließe mich an, zeigen wir, dass Solidarität nicht nur ein Wort ist, irgendwo von der Zeitschrift, sondern leben wir in Zukunft gemeinsam Solidarität. Danke. Kann ich alles nur unterschreiben, besonders das mit der Arbeiterkammer und der Gewerkschaftswirtschaft. Aber Spaß beiseite, ich denke mir, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wenn das eh so ist und mit der Solidarität und wieso passiert es denn? Wieso machen wir es denn nicht? Wo hapert es denn da? Und da sind wir natürlich mitten in einem politischen Diskurs, das ist schon Zeit. So jetzt einmal, dass wir uns auch dem politischen Diskurs zuwenden. Weil das, was hier stattfindet, ich wiederhole mich jetzt, ist kein Zufall. Es ist gezielt gesteuert, es ist gezielt gemacht und in Wirklichkeit wünschen sich viele, dass das Taglöhnertum wieder zurückkehrt. Und zwar in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Der Chefvolkswirt von Google hat vor kurzem einmal gesagt, durch die Digitalisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen, sondern es wird gleich viel oder sogar mehr Arbeit in Zukunft geben auf Nachfrage. Oder dann so, sehr viel von der Arbeit, die heute einfach ist, die heute statisch ist, die man mit Suchroutinen und Algorithmen erledigen kann, werden in Zukunft Computer und Roboter machen. Künstliche Intelligenz gibt es in verschiedenen Entwicklungen. Und auf die Frage, und wo ist dann die Arbeit, sagt er, die Arbeit geht uns nicht aus, weil die Gesellschaft wird älter, wir werden vielleicht der Pflege, der Betreuungsaufgaben und sonstiges mehr werden wir Arbeit haben. Aber natürlich, und das hat dann bei der dritten Nachfrage zugestanden,
naja, so eine Arbeit, wo man ein unbefristetes Dienstverhältnis mit einem geregelten Einkommen, mit sauberen, nachvollziehbaren Arbeitszeiten, so eine Arbeit wird es nicht sein. Und die Gefahr ist daher nicht, dass uns die Arbeit überhaupt ausgeht, aber dass uns natürlich die bezahlte Arbeit mit einem unbefristeten Dienstverhältnis ausgeht und statt dem ein großes Heer an Tagelöhnertum kommt. Und die Frage ist jetzt, wieso regen sich die Leute nicht mehr auf, wie man diese, ob das eh so offensichtlich ist. Ne? Und da muss man natürlich sehen, wie die Populisten arbeiten, da muss man sehen, mit welchem Schmäh auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet wird. Denn wie hat das Kassen gemacht, der Populisten oder das nette Tüchlein, was du gemacht hast? Oder? Populismus für Anfänger. Populismus für Anfänger, danke. Wenn jemand sich mit dem beschäftigen will, kann ich sehr empfehlen zum Nachdenken. Aber der Punkt ist, da findet gerade ein ganz bestimmter Deal in der Gesellschaft statt und die, die Teil dieses Deals sind, kapieren nicht, dass sie Teil des Deals sind. Das ist jedenfalls kompliziert. Aber die Angst ist sozusagen das Schlüsselwort für all dem, mit dem hier gearbeitet wird, ob das im Zusammenhang mit Migration ist, ob das im Zusammenhang mit anderen Dingen ist. Es geht immer um Angst. Und die Angst, nicht die Furcht, die Angst. Die Angst ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wird auch jeden Tag alles getan, in der öffentlichen Berichterstattung, in verschiedenen Medien, um die Angst weiterhin am Leben zu erhalten. Und wenn die Leute Angst haben, und wenn dann auch noch signalisiert wird, du hast zu Recht Angst, weil du bist in der Mitte der Gesellschaft, aber da unten, da sind die. Und jetzt werden die Gruppen halt so hergerichtet, wie man es gerade braucht für die jeweilige Diskussion. Es können Ausländer sein, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit bestimmten sexuellen Orientierungen, sonst ist es völlig wurscht, Zigeuner. Es muss irgendeine Gruppe sein, ja, das haben wir ja auch schon gehabt von den Nazis. Ne? Es muss eine Gruppe sein, die negativ konnotiert wird und wo gesagt wird, du bist in der Mitte und die sind unter dir. Und die nicht ausgesprochene Botschaft ist, wenn du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst mit uns oder du gehst mit denen. Wenn du mit denen gehst, wirst du Teil von dem Ruster unten und irgendwann werden die dich auffressen. Das ist die eine nicht ausgesprochene Botschaft und die andere, wie du, was mit uns gehst, ist, nicht, da werden Milch und Honig fließen. Der Herr Bundeskanzler sagt sogar, das Leben ist fort. Ich sage dir, das werden Milch und Honig fließen. Aber du kannst dir eines sicher sein. Du bist nie der Gefangene, du bist immer der Gefängniswärter. Du stehst immer noch über denen, die ganz unten sind. Und das ist der nicht ausgesprochene Tipp. Und solange die Leute das glauben, und solange wir nicht in der Lage sind, das zu durchkreuzen, solange werden wir auch nicht eine breite politische Gegenbewegung zustande bringen können. Und daher müssen wir versuchen, da alles zu tun, um die Augen zu öffnen, mit ganz vielen Beispielen, mit nachvollziehbaren Erzählungen, nämlich irgendwelchen ganz komplizierten Dingen, die keiner versteht, nachvollziehbare Erzählungen und deutlich machen. Die Tatsache, dass es Menschen am Rande der Gesellschaft gibt, und dass das auch gepflegt wird, dient dazu, um dich in Angst zu halten, um solche Arbeitsverhältnisse zustande zu bringen und um in Wirklichkeit den Sozialstaat in die Wüste zu schicken. Wenn man das nicht will, muss man sich dagegen gemeinsam wehren. Es wird leichter, wenn die Menschen persönlich betroffen sind, aber viele der Maßnahmen, die gesetzt werden, betreffen nicht die Masse und spielen sie jetzt noch nicht. Wir sind immer noch viel in der Phase, wo man sagt, das kann ich glauben oder auch nicht. Ich sage nur ein Beispiel, eine Minute noch. Letztens eine Diskussion sagt einer zu mir, hey, als Präsident ist eine Sauerei, dann soll das die lebenslange Durchrechnung bei der Pension, ich soll eine niedrige Pension. Sag ich, ja, 2003, große Pensionsreform, wir waren am Höhenplatz, 200.000 im Hagel und im Wind und im Sturm, haben den 10%-Deckel erreicht oder mehr nicht. Schwarz-Grau 1 hat die lebenslange Durchrechnung beschlossen. Schaut er mir an. Überlegt kurz. Und sagt er, nein. Ich sag's jetzt nur, was ich nicht mehr mit meinem Bruder seid. Und es ist Faktum, es ist nachvollziehbar. Das kann jeder und jede nachlesen
woher das kommt, warum das so ist, wie das neue Diskussion geht, und. Aber im Mind, im Denken der Leute, ist so verankert, so zu lesen, weil es jetzt nicht mehr in der Ruhe setzt, dass ich gar nicht glauben kann, dass etwas, was 2003, also vor 15 Jahren beschlossen wurde, jetzt erst in der vollen Bandbreite für viele wirksam und nachvollziehbar wird. Und das ist der Punkt. Und das, wo wir uns also schwer tun, wie lange geht es zum Beispiel bei der Diskussion um die Veränderungen in der Sozialversicherung, weil ich habe nicht nur an Selbstgewalt oder bei der Arbeitszeit. Ich habe nicht nur, dass alle Leute 12 Stunden am Tag und 6 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Aber wenn ich sage, es können diese Dinge auf uns zukommen oder es werden diese Dinge auf uns zukommen, dann gibt es halt immer nur das, glaube ich oder glaube ich nicht. Und aus dem ist es rausgekommen und da müssen wir die Leute mitnehmen. Und das ist eine Aufgabe von vielen und nicht von wenigen. Leben wir am Podium und genau dieses Buch, um zum Abschluss zu kommen, ist auch dafür da, zu informieren, damit Leute nicht mehr glauben, sondern wissen. Sie können es da vorne bei Bücherdisch nicht nur durchblättern, sondern auch kaufen. Ich bin sicher, Sie können es sich heute auch signieren lassen und nützen Sie die Gelegenheit. Es kommt auch bald Weihnachten. Man kann auch schon mal planen. Dann hat man so Stress am 23. Dezember und hat schon Geschenke zu Hause. Man soll nicht nur kämpfen, sondern auch feiern, sonst macht das ganze Kämpfen keinen Spaß. Ich sehe hinten schon die Leser, ich glaube, es gibt noch mehr. Ich nehme an, sie sind auch schon ein bisschen durstig. Und zum Abschluss habe ich noch eine Bitte. Ich habe die selbst auch erkannt, muss ich sagen, ich habe das auch einen Zettel vom Paketdienst im Postkasten und am Wahnsinn eingefressen. Wenn Sie das Buch gelesen haben, dann schütteln Sie jetzt mit Grüße und den Postboten und den Paketträger sofort mal die Hand und fragen, ob er das Wasser haben mag. Das Problem ist, man hat einfach 12 Minuten höchstens. Wie am nächsten ist, dann halten Sie nicht so lange auf, wenn der Kaffee aus ist. Aber erzählen Sie den Menschen, wie Menschen in Österreich arbeiten und wenn Sie es dieses Buch machen können, müssen Sie das Buch lesen. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Lektüre und sage vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.